Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update / League Video. Es gibt schon seit Quest Nummer 1 ein Ingame-Teaser, der jetzt vor kurzem erst aufgetaucht ist. Der gibt Aufschluss auf einen neuen Aufsatz, einen Paintball-Aufsatz. Ich nenne es Paintballs, weil es eigentlich keine Graffiti sind, auch wenn er Graffiti-Aufsatz auf Englisch heißt. Ich selber konnte ihn mit eigenen Bildern nicht finden, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, mit viel Geduld und so weiter. Ich zeige euch erstmal den Fundort. Wie gesagt, seit Season 1 können wir den finden. Ich blende euch das hier mal ein. Ich habe sage und schreibe nach 35 Versuchen aufgegeben und bei mir, das Flugschiff nimmt übrigens kurz schon auf diese Kiste, wo man das findet. Vielleicht als kleiner versteckter Hinweis, Achtung, einsame Kiste, lauft da mal hin, auch wenn euch der augenscheinliche Weg ganz woanders hinführt. Darin befindet sich, wie gesagt, in seltenen Fällen dieser Graffiti-Hop-Up. Wie gesagt, nach 35 Versuchen habe ich aufgegeben und hatte ungefähr eine Stunde habe ich dafür gebraucht, die Schnauze voll und habe mir dann aus dem Netz ein paar Bilder gesucht. Ihr kennt sicherlich den bekannten Dataminer Dead One Mining Guy. Der hat ihn zweimal innerhalb von 40 Versuchen gefunden. Und deswegen habe ich mir ein paar Bilder jetzt aus dem Netz geschnappt. Wie genau sieht das aus, wenn ihr die Box öffnet und diesen Mod drin habt? Hier seht ihr es auf Englisch, Graffiti Mod enthält oder erhöht die Kapazität der Munition. Schnelleres Nachladen und die Munitionsart wird auf Paintballkugeln gewechselt sozusagen. Der Mod sieht so hier aus, wenn ihr ihn im Inventar einmal anguckt. Und was sofort auffällt, ist dieses fette R. Und hier geht man davon aus, dass das für die nächste Legende in Season 6 steht, das R für Rampart wahrscheinlich. Auch wenn einige Gerüchte kursieren, dass Blisk, der Veranstalter der Apex Games übrigens, auch eine zukünftige Legende dort dahinter stehen soll. Was ich nicht glaube. Warum? Man hat nämlich so ein paar Graffitis. Ich weiß nicht, warum die das in Amerika Graffitis nennen. Das sind Paintball-Kunstwerke. Man sieht es auch eindeutig. Ich habe selber lange genug mit meinem Teammate Schweini Paintball gespielt. Warum vermutet man wahrscheinlich Blisk? Wegen dieser Krone eben als Veranstalter der Apex Games. Und ich bin aber relativ sicher, dass es nicht Blisk ist, sondern Rampart. Auch dieses fette R hier unten rechts sieht man ganz eindeutig dieses R mit diesem Halbkreis und diesen Punkten. Genau wie bei diesem Mod. Ich blende es hier nochmal ein. Hier könnt ihr es eindeutig sehen. Und warum ich noch denke, das R könnte auch für was völlig anderes stehen. Warum ich aber denke, dass das für Rampart steht, seit dem neuen Update ist noch etwas anderes in den Quellcodes aufgetaucht. So, nämlich eine Menge Game-Files über Rampart. Erst seit dem neuen Event aufgetaucht, wie gesagt. Und deswegen denke ich, kann man eins und eins zusammenzählen. Auch das Äquivalent zu einer bestimmten Rampart-Fähigkeit. Schnelleres Nachladen für LMGs wie die Spitfire zum Beispiel und der Hop-Up. Schnelles Nachladen mit den Paintball-Kugeln könnte vielleicht so ein bisschen zusammenpassen. So, jetzt gehen wir mal von der ganzen Paintball-Geschichte weg. Also, habe ich schon gesagt, es könnte auch ein Party-Modus sein. Also entweder ist es ein neuer Party-Modus, der vielleicht in Season 5 noch kommt, oder ist es ein neuer Hop-Up, den wir dann in Season 6 sehen. Wenn das kein Party-Modus wird, weiß ich allerdings nicht, was uns die Paintballs bringen sollen, weil damit kannst du keinen Gegner töten. Es sei denn, du stehst einen Meter vor seinem Gesicht und ballerst die ganze Zeit auf seine Birne, bis er Matsch ist. Was Schwachsinn ist, ist natürlich klar. Deswegen gehe ich von einem Party-Modus in Season 5 noch aus. Vielleicht Season 6, auch wenn ich mich da jetzt wiederhole. Jetzt ist noch etwas auf... Ach so, Moment, ich habe ja noch ein paar kleinere Schilder, die aufgetaucht sind, die auch mit diesem Hop-Up garantiert gemacht wurden. Auch wieder dieses R-Logo. Und hier steht Shop. Shop, warum auch immer Shop, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ach na eben, da fällt mir noch was auf. In Season 4 ist dieses R auch schon mal aufgetaucht. Und zwar, da achtet wahrscheinlich keine Sau drauf, weil man wahrscheinlich nicht so viel dahinter vermutet. Aber dieses R, das ist der Level 100 Battle Pass Skin von der Flatline aus Season 4. Auch eine geile Geschichte. Also da wisst ihr, wie lange das R eigentlich in diesem Spiel schon kursiert. So, alle Schilder gezeigt, den Mod habe ich gezeigt. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen auch schon mal noch einen Mod gesehen, beziehungsweise kein Mod, und zwar dieses Bild einer neuen Munitionsart. Und da dachte der Dataminer Shrugtor ursprünglich, dass das vielleicht eine neue Munitionsart für den aktuellen Armed and Dangerous Modus ist. Wir sehen, ist nicht der Fall, weil der Armed and Dangerous Modus ist jetzt gerade voll im Gange. Also gehe ich davon aus,
Wenn wir uns jetzt nur an die Pathfinder Sonderedition zurückerinnern, dieser Skin hat ja auch lauter Pfeile hinten auf dem Rücken und auf dem Havoc-Skin auch lauter Pfeile festmontiert. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht in naher Zukunft eine Armbrust mit Pfeilen bekommen, auch wenn ich nicht denke, dass das allzu schnell geht, weil die Gerüchte um die Kar und die Volt SMG sind schon seit Season 1 in den Quellcodes. Also gehe ich davon aus, da werden die Gerüchte nämlich auch immer lauter, dass wir in Season 6 endlich die Kar oder die Volt SMG kriegen. So, habe ich euch eigentlich alles gezeigt? Ich denke ja. Es gibt zwar noch ein paar Fotos, die vor kurzem aufgetaucht sind. So eine Art Batterie, die aus den Titanen stammen, von Titanfall. Und so ein Laser-Suchaufsatz oder so ein, keine Ahnung, für die Schulter irgend so ein Laser-Gedöns. Ich kenne mich mit Titanfall nicht aus. Ich zeige das euch bewusst nicht, auch wenn die Leaks gerade mal so ein, zwei Wochen alt sind, weil vor ein paar, noch nicht mal vor einem Monat hat sich Respawn von diesem ganzen Titan-Gequatsche in Apex Legends erstmal distanziert und hat gesagt, es wird in naher Zukunft keine Titanen in Apex Legends geben. Und deswegen möchte ich darüber jetzt nicht mehr bringen, auch wenn das sehr eindeutig sein könnte. Okay, soll es von mir jetzt gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, ob ihr selber mal auf den Hop-Up gestoßen seid oder dank des Videos jetzt auf die Suche nach dem Hop-Up geht und einfach mal guckt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, diesen aus den Kisten zu ziehen. Ich betone 1 zu 35. Es hat bei mir nicht funktioniert. Da hatte ich einfach die Schnauze voll. Gut, das war es soweit von mir. Füllt die Kommentare gerne mit euren Meinungen dazu. Ich bin sehr gespannt, was ihr dahinter vermutet. Vielleicht was völlig anderes, was ich noch gar nicht weiß. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends wie League-Videos, Info-Videos, Tipps und Tricks, Livestreams und so weiter nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.